Was ist denn los? Anscheinend kannst du doch noch schreiben. Also es kam an. Also ich habe das hier. Ich habe es gesehen. Es ist. Bei mir ist alles angekommen. Wir können nachher auch über Discord schreiben, aber ich bin jetzt bis 20 Uhr hier noch aktiv. Jetzt bin ich zurückgelaufen oder was? Das gibt's doch nicht. Kannst du mir auch jetzt hier gerne hier schreiben? Also scheinbar kommen sie an. Bisher sind alle Nachrichten angekommen. Wenn ich mich nicht irre. Wurde gesendet. Ich wüsste gern, was los ist, weil es ist. Nimmt dir jemand das Handy weg oder was ist? Wird das Handy weggenommen? Sperrt YouTube dir den Kanal oder was ist? Ich weiß es nicht. Das gab es auch schon mal. Da hatte ich auch schon mal irgendwas. Ich weiß nicht, mit wem das war. Irgendjemanden. Vor ein paar Jahren hatte ich schon mal mit einem Zuschauer. Ich glaube Panda. Panda Plays hieß der. Der konnte auf einmal keine Antwort mehr schreiben drauf. Da hat sich YouTube gedacht, irgendwie. Da hat sich der Algorithmus gedacht. Ja. Den sperren wir jetzt. Der passt da. Der gehört nicht zu diesem Kanal. Es ist der aus irgendeinem Grund. Manchmal denkt sich der Algorithmus da Sachen. Geht's doch nichts über einen schönen Krieg. Was ist denn hier los, Vogel? Das ist ja die Hölle auf Erden. Na, wonach sieht es denn aus, Jack? Hier wütet der Fluch des Teufels. Die Monster machen Jagd auf alle Menschen. Und auch auf mich. Diese geistig umnachteten Monster können mich immer noch nicht von einem Menschen unterscheiden. Ich fürchte, dass ich nicht mein. Das ist nicht mein Problem. Bringst so viele um, wie du nur willst. Auswahl hast du ja genug. Jetzt komm schon, Jack. Wir müssen hier irgendwie durchkommen, um diesen ätzenden Zauberer einzuholen. Ja, das ist unsere Hauptmission hier. Den Zauberer zu finden und uns zu bekämpfen. Warum auch immer. Aber es ist unsere Mission. Krähenschnabel? Und den können wir nicht kriegen. Den Krähenschnabel kriegen wir noch nicht. Ah doch. Dann mal den Krähenschnabel. Na dann, mach's Tor auf. Entdeckung. Und weiter geht's. Wo ist das Rattennest hier? Erstmal die Rattenlöcher ausschalten, damit kein Nachschub kommt. Damit die keine Verstärkung holen. Überall Rattenlöcher hier. Meine Fresse, hier ist aber viel los. Die Ratten machen nicht wirklich Schaden, aber sind irgendwie schon. Lästige Viecher.
bisher beeindrucken die mich relativ wenig, die Ratten. Aber sie halten einen schon irgendwie auf. Ich muss, glaube ich, darüber. Und nun. Und dann. Da hoch und was dann? Aha. Aha, und weiter. Vielleicht hier rüber. Oder war das, wo wir herkamen? Ich fürchte, hier waren wir schon. Zu erkennen an dem brennenden Haus. Gut, und weiter da. Ach, da müssen wir hoch. Jo, hier jetzt weiter. Sperrkämpfer. Sniper. Und weiter geht's. Und kabum. Das ist der nächste Checkpoint. Oh nein. So war's schon wieder. Ich sehe es schon kommen. Da haben wir wieder eine Rennfahrt. Ein Wettrennen. Ich will nicht. Ich habe keinen Bock auf euch. Lasst mich doch in Frieden. Wir haben es echt verbockt. Wie kann man denn den Wachdienst verbocken? Joey wird uns umbringen. Ist nicht unsere Schuld. Wer konnte ahnen, dass Joey nur deshalb befördert wurde, weil er den Hauptmann hoch, weil der Hauptmann hochgegangen ist? Keine Sorge, wir haben noch eine Chance. Solange wir sicherstellen, dass nichts durch dieses Tor durchkommt, können wir... Wow, wie könnt ihr nur so schlecht auf eurem Job sein? Er ist zurück, das Monster von vorhin. Wenn es uns auch dieses Tor passiert, stecken wir richtig in der Klemme. Jetzt sitzt da nicht nur so rum, auf zu den Wagen. Wir müssen uns das nächste Tor schließen. Schon wieder? Na schön, wie ihr wollt. Will nicht. Wie Minecraft nur mit Mods, was? Was ist mit Minecraft nur mit Mods? Jetzt fängt die Scheiße hier wieder an. Wie Minecraft bloß mit Mods? Jetzt wurde eine Nachricht nicht gesendet dazwischen. Ich habe die Nachricht vorher nicht bekommen. Was ist wie Minecraft plus mit Mods? Da fehlt jetzt der Zusammenhang, Kapi. Das ist... Da wurde die Nachricht wohl scheinbar nicht gesendet. Hast du Internetprobleme? Werden deine Nachrichten durchs Internet nicht gesendet? Dann komm jetzt hier. Jetzt muss ich das Rennen wieder hinkriegen. Das Spiel, finde ich. Was? Pumpkin Jack? Wie Minecraft? Wann hast du das letzte Mal Minecraft gespielt? Also, so absolut gar nicht. How about nope? Irgendwie gar nicht. Also Pumpkin Jack hat so absolut gar keine
Ähnlichkeit mit Minecraft. Ich weiß nicht, wo du die Parallelen hernimmst, also wie du darauf kommst, aber Minecraft ist ein Sandbox-Game. Das ist. Da musst du die Sachen aufbauen, da musst du ein Haus bauen, da musst du die Waffen craften und so weiter. Das ist nicht mal ansatzweise dasselbe Genre. Also das ist wirklich. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber das ist wirklich. Ich sehe nicht eine Parallele zu Minecraft. Also das hat hier so gar nichts. Außer du hast vielleicht irgendwo einen Skin. Außer du bist Paluten und hast einen Kürbis-Skin. Dann hat das vielleicht die Parallele zu Minecraft. Aber ansonsten. Ich bitte dich. Also. Das mit Minecraft zu vergleichen ist wirklich. Naja. Dann sag mir mal, wo, bei welchem, also, ich sehe es nicht, also, ich will jetzt nicht deine Meinung klein spielen, aber, dann sag mir mal, was daran du mit Minecraft verbindest. Da würde ich gerne mal dazu lernen. Das Loren fahren vielleicht, aber das sind keine Loren, das ist, mit Loren sind wir auch schon gefahren. In Level 2 waren wir, glaube ich, in den Minen. Das vielleicht ein bisschen, aber es hat vielleicht ein bisschen, weil es Minen waren, hat es Ähnlichkeiten. Aber auch nicht mehr. So, durchs Tor durch. Erklär mir das mal, Kapi. Es ist nur, weil ich selbst nicht kapiere. Vielleicht hast du ja komplett recht. Vielleicht, wenn du mir da wenn du mir jetzt Gunde nennst. Das und das ist ähnlich mit Minecraft. Ich sehe da absolut keine Parallelen zu. Irgendwie alles, aber ich denke mit Kinderlogik, also ja. Ja, erklär's mir, wie gesagt, es ist. Minecraft ist halt. Minecraft ist ein Spiel, wo du dir Sachen aufbaust. Hier baust du nichts. Das ist, also Minecraft besteht daraus. Minecraft ist Sandbox. Da hast du Blöcke, die du zu irgendwas zusammenbauen kannst. Es ist nein. Einfach nein. Tut mir leid, aber ich weiß, dass. Okay, jetzt habe ich das nicht gelesen. Endboss. Also wenn du mir jetzt sagen würdest mit Mario. Das würde ich noch verstehen, mit einem Super Mario Spiel, die Jump and Runs zählen davon, hat schon, also wenn du sagen würdest mit Zelda, ja, hat auch so ein bisschen, also mit Zelda könnte ich es auch verstehen, so die Bosse, die man besiegen muss und so weiter, Mario, Zelda, könnte man vielleicht noch nachvollziehen, aber Minecraft? Wie? Hier sein Tor. Wow, du bist ja ein großer Oschi. Was sollst du denn eigentlich darstellen? Mich sein Dor, mich sein König von Monsters. Dor statt vernichten, Dor Menschen zerquetschen. Das hätte ich nicht besser ausdrücken können. Klingt so, als hätten wir ein paar Ziele gemeinsam. Dor kann Mensch an dir reichen, riechen. Dor Menschen zerquetschen. Hey, immer mit der Ruhe, mein Großer. Ich bin doch auf deiner Seite. Es gibt keinen Grund, mich hier zu schikanieren. Dor, dich zerquetschen. Wow, diese Unterhaltung ist zäh wie Rübensirup. In Ordnung. Du Riesentrottel, die letzte Warnung für dich. Geh, solange du noch Beine dafür hast. Grrr. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay, jetzt müssen wir den Boss besiegen. Na, tolle Wurst. Aber ja, seine Rüstung ist undurchdringbar. Mit diesen Waffen kannst du nichts anhaben. Aha, und wie kriegen wir den besiegt? Zu den Waffen! Aha, müssen wir ihn mit Sprengstoff hochjagen oder was? Wenn dieses Ding tot ist, werden auch die übrigen Monster sterben.
Aha. Können wir vielleicht die Türme dann irgendwo für nutzen? Oh je. Yeah. Okay, das hat ihn vielleicht verletzt. Ja, das hat ihn schon mal verletzt. Na komm. Ich habe schon übel Schaden erlitten. Der Boden ist Lava. Ganz richtig, der Boden ist Lava. Okay, klar. Ich brauche Heilung. Nein. Mist, es läuft nicht gut. Gar nicht gut. Wir hätten beim Turm besser aufpassen sollen. Drei Türme muss das wahrscheinlich sein. Kann auch dran liegen, dass ich einen Gehirnschaden bekommen habe. Bin gestern von dem Bett auf den Kopf gefallen. Und mein Bett ist sehr hoch. Das ist ein Hochbett. Verstehe. Und ich bin fast tot hier. Müssen gleich noch einen Anlauf starten. Müssen ihn auf den Turm draufjagen. Ach Mist. Ja. Ich weiß nicht, wie du auf Minecraft kommst. Erklär's mir, wie gesagt. Ich würde gerne eine Erklärung hören. Ich sehe da wenig Grund für, es mit Minecraft zu vergleichen. Wenn du mir einen Vergleich nennst, wenn du mir sagst, das sehe ich dran. Von mir aus, ich meine, will jetzt niemanden seine Meinung abempfehlen, aberkennen. Na komm, greif an. Verdammt. Der Turm ist so bestehend voller Sprengstoff. Ja, das fügt dem Schaden zu. Da musst du Türme angreifen. Bis dahin müssen wir überlegen, bis der drei Türme angegriffen hat. Oh wei. Der Boden ist Lava. Oh Kacke. Heilung. Wir sind gleich wieder geliefert. Das schaffen wir doch niemals. Bis zum dritten Turm. Knappe Sache hier. Na komm. Da kommt der nächste Turm. Angriff. Jetzt diesen Angriff überstehen und dann gleichzeitig die von dem Kollegen hier. Na komm in den Turm rein mit dir. Mach den Turm kaputt. Verdammt. Haben wir nicht überlebt. Es gibt eine Mod, die kostet 3 Euro, da kriegt man Modifikationen für Minecraft. Das ist genauso wie Pumpkin Jacks. Pumpkin Jack. Ich kann gerade nicht lesen. Man hat Tiere zum Kämpfen und da gibt es riesige Monster und so. Okay, ich kenne die Mods nicht. Kann natürlich sein, dass manche Mods da natürlich irgendwas reinmachen, was nicht reingehört. Aber das Grundprinzip von Minecraft ist ja erstmal, dass du Sachen aufbaust. Alles andere ist ja nur, die Mods eigentlich sind ja nur, mit Mods kannst du ja prinzipiell alles machen. Kannst du auch
Mods sind ja nur dazu, aber du kannst ja eigentlich... wenn du die richtige Mod erfindest dafür, kannst du auch Hello Kitty in Pumpkin Jack reinbauen. Verstehst du, was ich meine? Das muss nichts heißen, das heißt nichts. Heißt nicht, dass das Spiel das ist. Mit den richtigen Mods kannst du auch Hello Kitty gegen dieses Monster hier kämpfen lassen in diesem Spiel. Ist bestimmt machbar. Hello Kitty als spielbaren Charakter Pumpkin Jack. Das wäre mal was. Ja gut, das schaffen wir jetzt hier nicht mehr. Wir sind jetzt hier gleich am Ende. Lange überleben wir das hier nicht mehr. Wir starten gleich noch einen neuen Versuch. Na komm rein in den Tower. Na komm. Okay, zweimal Schaden hat er schon bekommen. Unwahrscheinlich, dass wir das jetzt überleben. Aber gut. Heißt nicht, dass wir es nicht versuchen können. Oh wei. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Keine Zeit. Und die Plastikflasche macht knack, knack, knack. So, na komm. Am besten wir nehmen in der ersten Runde erstmal keinen Schaden. Das ist jetzt hier die beste Idee. Dann können wir die zweite und dritte Runde einigermaßen überstehen. Schaden haben wir auch nicht gekriegt, aber Zweck, das vom Himmel fällt wie originell. Was für ein Teufelskerl. Oha, schnell hoch hier. Jetzt müssen wir hier ausweichen. Oh wei. Ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir sind erledigt. Der Boden ist Lava. 214 Tode. Angefangen haben wir heute mit wie viel? 170 oder so. Wie immer sehr professionell. Renn so schnell du kannst. Eine Rüstung ist undurchdringbar. Ja, da müssen wir erstmal die Türme. Die Türme sind sein Kryptonit. Sprengstoff. Sprengstoff ist sein Kryptonit. Wir müssen auf die Sprengstofftürme hinauflaufen. Nicht hinauf, sondern wir müssen dafür sorgen, dass der hier die Türme attackiert. Verdammt. Sehr gut, einer. Traditionell sind es Dreier, die passieren müssen. Das kriegen wir heute noch hin. Auch wenn es vielleicht noch ein paar Bedarf. Nein! Da dürfen wir nicht reinfallen. Nicht die Lava betreten. Oh Kacke, jetzt sind wir geliefert. So viel Heilung gibt es hier nicht, dass wir das noch überleben. Nein!
mal, weil es der nächste Turm. Können wir das vielleicht noch überleben. Die Monster zu besiegen bringt ja auch noch ein paar Energiebalken. Jetzt. Okay, wann müssen wir den noch treffen hier? Das wird doch wieder nichts. Na komm. Oh, Bundeslava. Und so. Kacke. Das hätten wir übernehmen können, wenn wir jetzt da hoch geschafft haben. Hätten. Bei dem Boden ist Lava, da müssen wir aufpassen. Jetzt hier in der ersten Runde keinen Schaden kriegen und dann bei dem Lava-Boden uns ein bisschen anstrengen. Dann schaffen wir das. Zu den Waffen. Die beschützen jetzt das Monster hier. Alles klar. Okay, da zerstört netterweise auch die Monster hier. Sehr gut, minimal Schaden genommen. Hier ausweichen. Also hier oben bleiben. Oben bleiben. Verdammt, Jack. Verdammt, 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 verdammt. Das gibt's nicht. 116 Misserfolge. Na komm. Diesen Kampf, den müssen wir heute noch hinkriegen. Mehr habe ich heute nicht mehr vor hier in Pumpkin Jack. Dann haben wir das Gebiet geschafft. Das Gebiet noch schaffen, dann ist gut für heute. So, da kommt der erste Turm. Hüpf. Na komm. Das bringt mir Schaden. Ja gut. Nur die Lava muss ich mal hinkriegen. Das ist nochmal ein Schwächepunkt. Ein Schwachpunkt. So hier. Ganz ruhig. Nur nicht in die Lava fallen. Den bisschen Schaden können wir einstecken. Nein. Heilung. Mist, 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 Mist. Na komm, nächster Turm. Ist schlecht hier. Noch sieht es halbwegs gut aus. Noch können wir Runde 3 schaffen. Heilung. Nice. Na komm, ein drittes Mal. Sehr gut. Und würde mich wundern, wenn das mehr als 3 Mal braucht. Mehr als 2 Türme. Nein. Die Lava ist tödlich. Als andere können wir irgendwie überleben. Die Lava ist tödlich. Oh Kacke, jetzt müssen wir direkt auf ihn los.
Nein, 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 nicht treffen lassen. Ist der dritte Turm jetzt angebracht. Könnte ich jetzt gebrauchen. Puh, na komm. Ich gehe da mal schlafen, ausruhen, wie man es kennt, wie man es nennt. Ich muss mich jetzt hier mal konzentrieren. Der Turm ist da drüben. Gute Nacht, Kapi, oder so. Wie man es nennt. Nein, zieh nicht sterben. Na komm, hier. Angriff. Der Turm. Nice. Ich glaube, den haben wir besiegt. Angriff freigeschaltet. Auf die Größe kommt es so gar nicht an.